Hallo YouTube und hier ist wieder euer Salah und willkommen zurück zu Dizila, das Erbe der Könige, Legenden. Ja, und hier sind wir wieder im reichen Land, heißt die Karte. Und genau, wir waren gerade dabei, oben ein paar Barbaren zu schlachten. Und ja, das haben die allerdings auch gut bei mir angekriegt, deswegen muss ich erstmal ein paar Leute zurückschicken, ein paar Truppen. Und ein bisschen nachrekrutieren und dann laufen wir da nochmal hin, würde ich mal so sagen. Ich mach mal 3 Stück von denen noch. Ah, das Problem ist, ich glaube, ich bin mit meinem Eisen so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, unachtsam umgegangen. Wir können nämlich unsere Kaserne nicht ausbauen, dafür bräuchten wir Zahnrad. Haben wir allerdings nicht genug Eisen für. Und dann könnten wir nämlich unsere Streitlanzen, beziehungsweise unsere Lanzenträger, aufbessern. Dann hätten wir zumindest mal gute Trupps, die kein Eisen brauchen. Aber ich habe den Großteil meines Eisens für ein paar Schwertfutzes ausgegeben, die leider alle gerade in der letzten Folge verreckt sind. Tja, das ist das Problem. Jetzt haben wir nur die. Naja. Aber wir können wahrscheinlich noch ein paar nachrekrutieren. Obwohl nicht alle, glaube ich. Ich glaube, der hier, der wird... Also die Frage, ob ich die auffülle. Ne, ich glaube, ich versuche es mal den hier voll zu machen. Wie viel kostet das denn? 20 Eisen. Ah, das heißt 5. Ah, okay. Ja, okay. Also ich kann den voll auffüllen und einen von denen hier. Und einen von denen hier und dann haben wir nichts mehr. So. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Also die anderen sind schon aus der Nähe. Lauft auch mal mit dahin. Wird gemacht. Ja, vielleicht nochmal 3 Stück. Immer genug. Ich weiß halt jetzt nicht, was da noch auf uns wartet. Um ehrlich zu sein. Wir könnten jetzt nochmal viele mehr kommen. Ich würde sagen, wir decken uns erstmal mit Hellebarden. Hellebarden sind, glaube ich, die ganz fetten, ne? Lanzen. Lanzenträger. Ah, nochmal 3 Stück. Wir haben ja genug Geld und alles und genug Holz. Da können wir erstmal genug von machen. Ah, glaube ich, mache ich nach denen nochmal 3 und dann würde ich sagen, passt das erstmal. Das Problem, dass die nicht so gut gegen Fußtruppen sind. Und Reiter hatten die, so wie ich das gesehen habe, nicht. Natürlich Reiter hätten, ne? Wäre das jetzt richtig geil, aber. So, hier haben wir dahin. Und dann würde ich sagen, haben wir uns darauf erstmal gut genug vorbereitet. Es regnet. Und es regnet. Wer es noch nicht gewusst hat, so. Ach, verdammt. Mal ein bisschen reinzoomen. Er ist ein bisschen nervig. Ihre Steuern. Jawohl. Okay. Erstmal ein paar Trupps. Und die hier und die hier. Warten wir noch auf die. Dann passt das. Sollte hoffentlich passen. Sofort. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Also, wie gesagt, es sei denn, jetzt kommt hier die riesige Truppe. Aber ich würde mal sagen, es passt schon hoffentlich. So. Kann man sonst noch was machen? Handelswesen bringt es jetzt nicht wirklich. Alchemie auch nicht. Ja, kann man da was. Ah, wir könnten. Naja, da brauchen wir auch Eisen. Also, das hat keinen Sinn, würde ich sagen. In Ordnung. In Ordnung. So, das ist der letzte, ne? Letzte Pulk, der da kommt. Naja, gut, das muss reichen. Bis ein paar Barbaren muss das locker reichen. Ich kann noch alle anwählen, das ist auch gut. Jawohl. So, machen wir mal. Angriff. Rein da. Bogenschützentrupp ist natürlich auch gut. Eigentlich nicht anwählen. Nicht direkt zumindest. 13. Ja gut, weiß man jetzt nicht, wie viel die normal Schaden machen. Für sowas ist das natürlich geil, ne? Wenn du alle deine Truppen nochmal anwählen willst. Weil musst du es ja mal hier so. Das kannst du einfach mal rauszoomen. Noch einen guten Überblick. Ist nur blöd, dass es im Regen nicht funktioniert, wenn man dann gar nichts mehr sieht. Upsala.
Es ist Zahltag. Ich guck drauf da. Da spawnen ja gar keine mehr. Ich denke, die spawnen nochmal. Ja gut, ich hatte jetzt schon mit ein paar Trupps gerechnet, ne, muss ich sagen, aber... Nee, ihr könnt... Ihr so. Auf in den Kampf! Ich kein Bock. So soll es sein. Sofort. Naja, aber das muss ich jetzt auch nicht mehr sehen. Attacke! Ah, jetzt schießen sie. Perfekt. So, Eisenminen besetzen. Müssen wir dann auch noch. Wird gemacht. Okay, pick ich mir mal hier ein paar Leibeigene raus. Kann schon mal da hinlaufen. Und Minen besetzen. Hab ich noch vier? Die da oben zählen nicht. Die laufen zu weit. Glaube ich alle hier, ne? Dann die vier, dann ja, okay. Ah, obwohl, ich kann ja schon mal vier da hochschicken, glaube ich. Schicken wir mal vier hier hoch, die können dann, weiß ich nicht, was die machen können. Wir lassen mal bei der ganzen Map laufen. Das haben wir den schon ewig. Na dann, habe ich mir die große Armee für nichts gemacht. Wird gemacht. Weil fast ein bisschen aussah, als ob da hinten noch was war. Da war eine Fackel. Ist ja eine Fackel, hier ist auch eine Fackel. In Ordnung. Kann ich da hin? Ja, ich guck da nochmal lang. Zahltag. Aber er ist ja der Rand der Karte, ne? Ja, aber dann Herr. Ist da auch nix. Dann nicht. So. Ja, guck, da könnte man super Minen mit Auskunft schaffen, wenn man wirklich alles sieht. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich weiß nicht, ob wir auch danach mit der Karte durch sind. Oder? War jetzt ziemlich easy eigentlich. Naja, ist auch nichts mehr. So, die vier Leibeigenen sind da. Dann kommen noch mal vier. Na dann. War das doch ziemlich einfach, würde ich sagen. Mal da nochmal nachgucken. Betrachtet die Sache als erledigt. Wird jetzt wahrscheinlich auch nichts mehr sein. Betrachtet die Sache als erledigt. Ja? Wenn ihr meint. Oh, ich sag das so einfach, ne? Guck mal, was hier ist. Gefällt mir nicht. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend? Das gefällt mir gar nicht. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Ja, weiß ich doch. Ja. So, die vier kommen auch. Aber schon mal zwei Trupps Leibeigene. So. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Nicht genug Wohnhäuser, das ist schlecht. Dann baut ihr mal die Mine, ihr seid ja eigentlich gleich da. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Perfekt, jetzt muss ich natürlich wieder 5 Jahre warten, bis überhaupt die Minenarbeiter da sind. Guck mal. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nein, ihr baut noch mal ein paar Sachen dahin. Oh, hätten wir das auch geschafft, dann hätten wir nämlich Eisen. So, oh, ich habe soeben gehört, dass Scorillo 3 seiner Hauptmänner mit einigen Kriegern in 3 verschiedene Richtungen losgeschickt hat. Wer auch immer Scorillo ist. Aber ich glaube, der war in der Mission davor einmal erwähnt, ne? Kann das sein?
Wir müssen sie besiegen, koste es, was es wolle. Verteidigt das Dorf und vernichtet die Angreifer. Ach, jetzt kommen die Angreifer. Oh, ich habe ja meine Armee da stehen, ne? Wo kommen die? Oh, 14 Minuten, jo. Hier war nochmal ein Wohnhaus dahin und... Am besten kann ich... ich kann noch... Aber doch, ich kann mal... Warte, ich kann mal... Wo ich schon dabei bin, ne? Weiß ich noch nicht, was da auf mich zukommt noch, Alter. So, dann brauche ich auch nicht mal eine kleine Schmiede hin. Dann können wir noch ein bisschen schneller eisen. Richtig ich ausbauen? Da brauche ich Zahnrad. Genau, Zahnrad für. Zahnräder. Dafür sind wir genau die richtigen. Zahlt da. Okay, ja, ihr geht mal dahin. Ich nehme an, die kommt von hier. Weil... Und wo sollte das sonst kommen? So, 1,5 Minuten sind schon um. Ich bin mal gespannt, was uns da erwartet. Eine Schmiede irgendwo hin. Ja. Ja, wir. Obwohl, wenn ich mal ein Haus ausbaue, dürfte das schon passen. So, dann könnte ich auch immer mal Zahnrad erforschen. 200 Eisen. Ich bin fertig hier. Kann perfekt. Ich jetzt so. Feierabend machen? Nein, dann könnte ich nämlich schon mal Hellebarden erforschen. Ja, dann kann ich nämlich auch mal alle. Einige sieht nicht alle. Keinen Platz zum Nächtigen. Oh mein Gott, könnt ihr bitte. Ja, okay, das sind schon mal ein paar. Wir kümmern uns darum. Das Gebäude ist ausgebaut. Ach, Mann. So ist es mit einer, nee, ist auch noch einer. Wird gemacht. Rein. Genau, ja, aber ich würde sagen, da machen wir in der nächsten Folge weiter. Ja, wie immer, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen hoch. Und falls ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Die Siedler, das Erbe der Könige. Und bis dahin, euer Sana.